Hallo, hier ist wieder Jutta Arns. Ich wollte euch heute mal die Neuerung in Bilderall zeigen. Und zwar gibt es jetzt den Cheetah Pixel Perfect Sidebuilder. Das ist ein ganz neues Tool und damit kann man super schnelle Webseiten erstellen. Die haben also wirklich fast gar keine Ladezeit mehr, also unter einer Sekunde oder eine Sekunde, also es ist Wahnsinn. Finden tut ihr den hier oben unter Cheetah Beta, aber es sind noch nicht alle Funktionen drin. Das muss man dazu sagen, ne? Weil er befindet sich ja noch in der Beta-Version. Aber die sollen im Laufe des Monats November alle noch dazukommen. So, dann zeige ich euch mal, wie einfach das geht. Jetzt sind wir im Cheetah Sidebuilder. Dann geht es hier auf Neue Webseite erstellen. Dann geben wir dem Ganzen einen Namen. Ich nenne das jetzt einfach mal Test. Dann wird die Webseite erstellt. Hier unten findet man die. Wenn man hier auf diesen kleinen Pfeil klickt, da kommt man in die Einstellungen. Da kann man dann eine Domain aufschalten. Man kann die Webseite aufrufen. Man kann sie duplizieren. Man kann sie verkaufen, also transferieren. Man kann sie natürlich veröffentlichen und auch wieder löschen. Und hier oben kann man ein Bild hinzufügen, so wie ich das hier gemacht habe. Aber das muss nicht sein. Das ist halt, ja, es sieht halt ein bisschen schöner aus. Das ist alles. Gut, dann gehen wir einfach mal hier in Seite bearbeiten. Dann haben wir hier die eine Seite, die Home. Die ist natürlich da, weil wir die gerade erstellt haben. Die ist allerdings leer. Auch hier können wir wieder mit diesem kleinen Pfeil in die Einstellungen die Seite aufrufen, kopieren und löschen. Jetzt gehen wir erstmal in die Einstellungen. So, dann Initiale, ja, können wir machen. Dann benennen wir die um. Ja, wir lassen sie jetzt erstmal Home. Hier können wir die Beschreibung reingehen. Hier kann man Skripte einfügen, Header-Skripte. Dann kommen hier die SEO-Einstellungen, die Keywörter. Und hier kann man noch ein Image, also ein Bild wählen, welches beim Teilen gezeigt wird. Dann hat man hier noch Pop-up-Settings, ob man Pop-up hat oder nicht. Das muss man halt sehen dann. Gut. Auf der linken Seite sind auch noch Einstellungen. Meine Seite, da kommen wir wieder zu der Seite. Seiteneinstellungen, da sind wir von der gesamten Seite in den Einstellungen. Da können wir auch das FAV-Icon auswählen. Das ist immer so im Format 16x16 Pixel. SEO-Einstellungen für die gesamte Seite. Und hier kommen die Skript-Settings hin wie Google Analytics. Hier unten und hier oben das Facebook Pixel. Dann haben wir ganz neu, nach der neuen Datenschutzverordnung muss man ja auch wieder die Cookies aktivieren und einzeln anwählen können. Das haben wir hier. Einfach hier auf Aktivieren klicken, dann erscheint auch schon hier unten rechts das Cookie-Fenster. Customize Cookies, da kann man dann auswählen. Ja, es ist noch, man müsste jetzt noch weitergehen. Und ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich bin kein DSGVO-Spezialist. Ich lasse das Bilderall einfach machen. Wer also ganz sicher gehen will, der kann auch bei Cookie Consent, aber das ist halt kostenpflichtig. Und hier ist es halt im Bilderall Abo-Preis mit enthalten, dass man praktisch jede Webseite einzeln DSGVO-konform erstellen kann. Man kann die Farben auswählen, man kann die Texte ändern. Hier ist ja alles in Englisch, man kann die übersetzen in Deutsch. Wichtig ist auch hier die URL-Adresse des Buttons Mehr Infos, hier More Informations, dass wir hier den Link eingeben, der zu der Datenschutzseite führt. Das zeige ich aber gleich nochmal. Und dann weitere Texte. Ja, necessary, also Beschreibung der Einstellung, das kann man dann auch alles hier in Deutsch noch ändern. Aber ich lasse das bei mir einfach in Englisch. Ja, dann kann man die Webseite aufrufen. Webseite not found, ist klar, wir haben ja auch noch nichts gemacht.
So, dann gehen wir wieder in meine Seite. Gehen hier in Seite bearbeiten. Das lädt nur ein bisschen, dann kann ich was trinken. Ja, ich bin noch da, es lädt immer noch. Habe ich heute mal wieder einen schnellen Server erwischt. Aber ich glaube, so zu den Grundeinstellungen, ich gehe noch mal in das Fenster vorher. Ach so, hier oben ist noch der Button Items bearbeiten. Da kann man, jetzt lädt er da auch, ein Pop-up erstellen. Das habe ich noch vergessen, genau. Das können wir dann in der Zwischenzeit noch machen. Aber sonst habe ich, glaube ich, alles hier erklärt. Ja, genau. Dann warten wir mal. Ne, der ist immer noch. Speichern sollten wir die auch noch mal zwischendurch, damit. Achso, hier oben die Sprache Englisch. Sorry, wir haben noch was vergessen. Hier stelle ich die natürlich auf Deutsch ein. Speichern. Ja. So, da erscheint dann so langsam die Seite. Hier oben kommt man mit dem Häuschen, hier links oben, kommt man dann wieder zurück in die Seiteneinstellung. Das ist die Kaffeetasse. Da freuen sich die Programmierer über eine kleine Spende. Hier ist die Ansicht im Desktop-Modus und das ist die Ansicht für die für Mobil und Tablet, also Handy und Tablet. Hier oben haben wir Tutorials oben in der Seite. Können wir auch mal draufklicken. Da werden praktisch Anleitungsvideos, die sind allerdings jetzt noch alle in Englisch. Da sind, können Sie, ja, könnt ihr euch die ganzen Informationen holen. Dann das Lineal, damit hat man dann hier oben eine pixelgenaue Aufführung. Gitternetzlinien anzeigen, dann haben wir hier die Begrenzungen. Versteckte Elemente haben wir nicht. Preview, da kann man sich das dann anzeigen und hier oben immer speichern, nicht vergessen. Ja, jetzt haben wir noch nichts gemacht. Hier kann man dann, kommt dann das, die Meldung, ob wir die Seite publizieren wollen. Das mache ich jetzt natürlich noch nicht, weil wir ja noch gar nichts haben. Dann gehen wir hier auf diesen Button neu. Dann auf Panel. Da können wir jetzt ein leeres Panel, also man muss immer hiermit anfangen. Das sind, ist praktisch das gleiche wie in Pixel Perfect Zeitbilder, die, wie hießen die nochmal, die Banner, genau. Wir können jetzt einen leeren Banner wählen, dann können wir alles neu machen. Aber hier sind ganz tolle Vorlagen drin. Hier zum Beispiel, da ist die Webseite dann schon fast fertig. Wenn wir hier einfach nur ein Kontaktformular, hier praktisch so eine Opt-in-Seite erstellen wollen, klicken wir einfach da drauf, das gefällt mir jetzt sehr gut und schon ist es da. Da haben wir einen Hintergrund, da haben wir Buttons, Texte, da haben wir das Register, also das Formular zum zum Anmelden. Das ist eigentlich schon eine super Webseite, ne? Gut, dann gehen wir mal hier in die Bearbeitung der Texte, da klickt man einfach doppelt drauf, dann kann man hier schreiben. So, und hier oben ist dann in diesem Feld, was hier aufgepoppt ist, kann man mittig, rechts, links, Block oder auch Aufzählungen, kursiv, man kann Links einfügen, man kann Schatten hinzufügen, Fett, kursiv, man kann Textfarben, also hier einfach eine andere Textfarbe, dann geht man hier auf das drauf, machen wir das rot. Und hier ist der Hintergrund und hier oben, ja, da kann man noch Undo, ja, genau. Und nicht vergessen, hier auf das kleine, auf den kleinen Button Save zu gehen, dann wird das gespeichert. Dann kommt hier oben, sieht man Panel,
Da kann man ein Bild hinzufügen. Also Element speichern erstmal, Description. Ja, das. Ja, die kann man als persönliche Vorlage speichern. Das mache ich jetzt nicht. Ach, das war speichern, das ist gar kein Bild. Sorry. Wenn wir hier drauf gehen, hier kann man das dann noch bearbeiten. Es ist immer, man sieht das, was eingerahmt ist, da erscheint dann das Feld, wie das heißt, diese Variable, und was man damit machen kann. Bearbeiten, dann erscheint hier auf der rechten Seite, man kann eine Animation für den Text bei Klick oder bei Hover, dann bewegt er sich. Das ist ein toller Animationseffekt, ne? Nach Zeit, Beginn nach 3 Sekunden, Animationseffekt, da kann man jetzt auswählen. Wobble ist schön. Aber da kann man, da könnt ihr alle mitspielen. Geschwindigkeit slow, slower, fast, faster. Ich mach mal fast. Und unendlich, wenn der immer wobbeln soll. Der Text. Also das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir hier erweitert. Da können wir das praktisch abspeichern als Vorlage. Mache ich jetzt nicht, weil ich das immer einzeln neu erstelle. Okay, gut. Dann speichern wäre nicht schlecht. Also wirklich immer einfach hier in dieses Feld reingehen. Dann erscheint hier oben dieser Button. Da kann man dann auch duplizieren. Man kann es verstecken und man kann es wieder löschen. Und wenn wir hier oben in das Panel reingehen, da kann man dann auch die Reihenfolge nach oben, nach unten verschieben, duplizieren, verstecken und löschen. Bearbeiten, dann erscheint hier immer auf der rechten Seite, da kann man die Größe verändern. Also jetzt wird es größer, 751, also das könnt ihr dann auswählen, wie ihr wollt. Ne? Macht ihr halt eine Größe. Minimum Size kann man einstellen, den Hintergrund kann man verändern, hier die Farbe oder ein Bild. Ja, Auto Size, Cover. Ja, dann kann man ein bisschen mitspielen mit Designs halt, was man gerne möchte. Man kann einen Rand einstellen, wir haben jetzt erstmal keinen Rand. Abrundung, man kann die Seiten abrunden. Und man kann einen Anker einrichten und wieder als Element speichern, wenn man das mehrfach verwenden möchte auf der Seite. Gut, hier bei den Buttons, ja, da kommt dann auch dieses Pop-up. Da kann man dann auch einen Link einfügen, wo der Button hinführen soll, entweder auf eine andere Webseite. Ich gebe jetzt einfach mal meine Webseite ein. Und dann natürlich Open in another page, also in einer anderen Seite. Man kann eine Seite auswählen, wo er hinlinken soll. Ein Pop-up wählen, einen Anker oder ein Video, die Video-URL eintragen. Dann natürlich wieder speichern und schon ist der Button. Man kann natürlich auch den Text ändern. Das haben wir noch nicht. Dann gehen wir hier oben auf, also auf der rechten Seite. Rechts ist dann immer die Bearbeitung. Gehen wir auf Headline, see more. Da schreibe ich jetzt einfach mehr Informationen. So. Und schon ist das da drauf. Man kann noch Icons einfügen. Ist auch ganz schön zum Auflockern. Das dauert einen Moment. Dann kommen die ganzen, kommt die große Liste mit den vielen Icons. So. Da können wir jetzt einfach mal wählen. Mehr Informationen. Dann passt das ganz gut. Und dann einfach auf Select, einfach auswählen. Dann ist das da. So. Da ich jetzt da keine Leerzeile habe, mache ich einfach hier hinter dem mehr Informationen eine Leerzeile und noch eine. Dann wird das hier ein bisschen besser platziert. Man kann das natürlich auch vor dem Text platzieren, das Icon. Wie geht das? Muss ich, glaube ich, davor klicken. Leerzeile und zurückgehen und dann nochmal. Da können wir ja ausprobieren. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Da machen wir einfach mal hier dieses diesen Stern. Ach, der kommt dann auch nach hinten. Okay, wie kann man den nach vorne kriegen?
Ausrichtung links, genau, dann ist er links. Ah, da unten, genau. Ja, immer ein bisschen spielen. Das ist also ziemlich selbsterklärend, finde ich, ne? Wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dass man hier draufklickt und dass man dann die Änderungen hier rechts in dem Fenster machen kann. Hier können wir die Hintergrundfarbe von dem Button ändern. Ne, das ist ja. Genau, da können wir mitspielen. Dann können wir hier das Formular ändern. Da gehen wir, Moment. Hier mit der rechten geht nicht. Da ist, ach, da ist hier. Da können wir dann die E-Mail, die Absender-E-Mail, die muss man natürlich vorher im Mailing-Boss angelegt haben, sonst geht das nicht. Und hier kann man dann die Textfelder ändern. Action, wo das dann hingehen soll, ne? Aber man kann natürlich auch eine vorhandene Simple Form, das ist jetzt ein Simple Form. Wir können auch, Moment, wo ist E-Mail-Elemente? Da, E-Mail-Marketing-Form. Machen wir das mal. Und ich habe da jetzt keine Listen zum Auswählen gehabt, ne? Wenn man jetzt mit Mailing-Boss arbeiten möchte, würde ich fast vorschlagen, dass wir hier das Panel nehmen. Achso, das muss ich rüberziehen. Entschuldigung. Okay. Genau. Das muss man dann rüberziehen. Und da kann man dann hier mit der Liste verbinden. So, nehme ich jetzt mal eine Newsletter-Liste. Dann ist das verbunden. Dann lösche ich das hier. Moment, das geht hier oben. Dann nehmen wir das raus. Einfach löschen. Ja, macht er nicht? Ach so, doch. Möchtest du wirklich löschen? So, und dann schiebe ich mein Formular, was mit der Liste verbunden ist, einfach da rein. So, und die Texte ändern, einfach doppelklicken, markieren. Da. So. Und wie gesagt, immer hier auf Speichern drücken und schon ist es gespeichert. So, und verschieben lässt sich das einfach per Drag and Drop. Super einfach. So, dann haben wir natürlich jetzt keinen Header. Für so ein Opt-in-Formular oder Squeeze-Page ist das natürlich gut. Brauchen wir nicht unbedingt einen Header. Einen Footer brauchen wir auch nicht unbedingt, aber was wir brauchen, ist ein Menü für unsere Seiten. Wir müssen ja ein Impressum und einen Datenschutz einfügen. Den brauchen wir ja auf jeden Fall. Dann gehen wir mal wieder hier in das Panel rein. Moment, das Menü war unter, genau, das war hier unter Elemente. Da gehen wir unter Menü. Da haben wir jetzt zwei Menüs zur Auswahl. Ich wähle das Menü. Genau. Das füge ich dann einfach. Kann man das auch da einfügen? Ja, kann man auch. Ach, da ist auch gleich Submenü. Ja, okay, will ich aber jetzt nicht. Will ja nur Datenschutz und Impressum. So, dann bearbeiten wir das. Das ist die Home, das können wir lassen. Da gehen wir dann auf den Stift, schreiben da rein Impressum. Na, wieder weg. Impressum, Submenü lösche ich, weil ich will da kein Submenü haben. Ist also ein Untermenü, ne? So, dann gehen wir in das, achso, verlinken. Wir haben noch keine Seite angelegt. Das können wir dann erst gleich machen. Menü 2. Datenschutz und die Submenüs lösche ich.
Gut, und die lösche ich auch, weil mehr brauche ich jetzt im Moment nicht. Home schreibe ich gerne mit einem großen H. So. Dann ist das Menü hier unten. Da können wir natürlich auch wieder auf Zentrieren gehen. Dann haben wir das genau in der Mitte. So, und jetzt haben wir ja noch keine Seiten. Dann gehen wir hier in. Ne, wir speichern das erstmal. Veröffentlichen oder publizieren will ich das jetzt noch nicht. Dann gehe ich hier oben in das Häuschen oben links und gehe hier auf neue Seite hinzufügen. Die Seite nenne ich jetzt Impressum. Impressum, Beschreibung mache ich auch Impressum. Und sonst SEO-Einstellungen lasse ich sein. So, dann machen wir noch eine Seite. Die nennen wir dann Datenschutz. 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 Und wieder speichern. So, dann gehen wir in die Seite. Weil hier Seite aufrufen, kopieren, löschen brauchen wir jetzt nichts. Dann gehen wir in die Seite. Impressum. Da zeige ich euch dann auch, wie einfach das ist. Man braucht jetzt nicht mehr immer neue Impressum, da die ganzen Daten einfügen. Ich habe das schon gemacht. Vorhin hab ich euch ja gezeigt, dass man Elemente speichern kann. Und mit diesem Tool könnt ihr euch auch die Seiten speichern und die dann in allen Webseiten, die ihr erstellt, immer wieder verwenden. Braucht man die nicht nochmal machen. Man muss praktisch die Seite einmal erstellen, aber den Inhalt, den habe ich vorbereitet und in einem Element abgespeichert. Ja, ein bisschen warten, ein bisschen geduldig sein muss man einfach. Gucke ich noch mal hier. Ja, Datenschutz, genau. Pop-up ist immer ganz schön auf der Homepage. Bitte verlassen Sie diese Seite nicht, ohne sich mein kostenloses E-Book abgeholt zu haben. Oder irgendwie sowas kann man da einfügen. So, jetzt sind wir auf der Seite Impressum. Wird zwar nirgendwo angezeigt. Panel. Ich gehe hier rechts, da steht meins. Panel. Panel anklicken. Und da seht ihr, ich habe Impressum, diese ganzen Elemente habe ich mir als Vorlage abgespeichert. Dann gehe ich jetzt einfach auf Impressum, auf das Plus. Und schon ist mein Impressum da. Dann brauche ich das praktisch nur noch speichern. Und publizieren will ich es auch nicht. Und es ist da. So, dann gehen wir, ich zeige euch das jetzt mal nochmal, dann gehen wir hier in Seite bearbeiten. Ja, wenn ich gut singen könnte, könnte ich jetzt ein Lied singen. Aber das lassen wir, glaube ich, lieber. Ja, kann man sich dann wieder einen Kaffee holen oder den Programmierern eine kleine Spende zukommen lassen, damit die ja intensiv an dem Programm und an dem Cheetah-Sitebuilder arbeiten und dass der ganz schnell fertig wird. Ja, aber wir können ja mal gucken. Bin ja jetzt hier in der. Ne, müssen wir die Seite aufrufen. Das geht jetzt nicht, was ich vorhatte. Gut, warten wir halt.
Ich habe jetzt auch schon eine 50.000er Leitung, also daran kann es auch nicht liegen. So, dann haben wir hier unten Impressum, aber verlinkt hatten wir das ja noch nicht. Dann gehen wir wieder hier auf das Zahnrad mit diesen, ja, in der Mitte mit diesen zwei Impressum. Da gehen wir auf den Anker und dann gehen wir hier oben auf Page. Jetzt sind die da. Da verlinken wir das jetzt in, ja, auch in der anderen Seite, weil ich ja kein Menü eingefügt habe. Das kann man natürlich für jede Seite noch machen, aber das habe ich jetzt einfach nicht. Dafür lasse ich das in der anderen Seite aufmachen. Ich zeige euch gleich noch, wie man so ein Element abspeichert, dass ihr dann immer eine Vorlage habt und das nicht jedes Mal neu machen müsst. Was haben wir hier? Dann kann ich auch schon wieder ein Fenster zumachen. Und dann machen wir das auch zu. So, dann verlinken wir noch den Datenschutz. Auch wieder auf Seite und Datenschutz auswählen und Open in another page. Dann haben wir die beiden auch verlinkt. Gut, dann können wir das hier schließen, das Fenster. Da kann man natürlich jetzt auch noch hier an der Seite den Rand rausnehmen. So, dann ist der Rand raus. Nö, doch, ist weg. Ja, sieht besser aus, finde ich. Und die Größe kann man ändern, also das ist beliebig, ne? Aber so hat man dann ruckzuck eine Seite. Also wenn man hier in Neu-Panel sich dann hier Blocks, da sind schöne Vorlagen drin. Die sind schon komplett fertig, die kann man verwenden. Das sind praktisch dann schon die Funnels. Ich habe hier unter Funnel geguckt, das sind aber nur zwei Grafiken. Aber im Grunde braucht man ja nur mit diesen Seiten, mit diesen Vorlagen, ist der Funnel ja auch ruckzuck erstellt. Dann erstellt man sich eine Danke-Seite. Und fertig ist die Sache. Verbindet das hier mit dem Anmeldeformular und schon hat man seinen Funnel. Hier kann man auch noch, ja, die Headers. Ja, zum Beispiel machen wir jetzt einfach mal einen Header. So, damit ich das mal zeige, wie man so einen Header dann auch abspeichert, wenn man den nur einmal erstellt. Nehmen wir den. Und dann seht ihr, der Header kommt jetzt immer im Anschluss. Also die Elemente, die man hier hinzufügt, werden immer unten angefügt. Ändern lässt sich das, indem man da drauf klickt und jetzt hier auf die Pfeile klickt. Jetzt habe ich den nach oben geklickt. Jetzt ist der oben. Da ist auch ein Menü drin. Das kann man dann dementsprechend bearbeiten. Man kann hier Bilder hinzufügen. Neu, Elemente. Hier Image. Machen wir das Menü mal zentriert. So. Und dann kommt das. Wo ist das Bild jetzt? Ach so. War ich zu schnell. So. Dann gehen wir nochmal neu. Elemente. Image, ach, das muss ich rüberschieben. Ja, da muss man immer gucken. Einmal schieben und wo ist es denn jetzt? Dann nochmal. Jetzt ist es da. So, dann klicken wir da drauf. Und dann gehen wir hier in die allgemeinen Einstellungen
und entweder ein externes Bild einfügen oder hier ein Bild suchen. Das kann man hier oben hochladen oder einfach jetzt hier auswählen. Anklicken und auswählen. So, und die Größe ändern wir jetzt auch. Da gehen wir einfach hier auf. So, noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen kleiner. So, dann können wir da draufklicken und das nach oben verschieben. So, einfach per Drag and Drop. So, dann Moment. Dann gehen wir hier oben in den Header und in Erweitert. Da geben wir jetzt ein einfach Header klein oder wie auch immer. Dann Save as Default Element. Dann wird das Element gespeichert. So, und jetzt können wir hier oben in Mainz gehen. Ich glaube, das war ein Element. Menü. Ne, da ist es nicht. In Panel. Da, Header klein, da ist es. Da könnte man jetzt wieder auf das Plus gehen und dann wird es dazugefügt. So kann man sich hier seine Vorlagen erstellen. Ganz einfach, total praktisch. Hier in Seite waren wir noch nicht. Da kann man die Schriftarten der Seite einstellen für H1, H2, für H3, H4, H5. Genau. Und man kann den Hintergrund einstellen. Entweder mit einem Bild, so wie das jetzt hier ist, oder halt mit einer Hintergrundfarbe. Ja, ich denke, ich habe euch jetzt so gut es geht erstmal die wichtigsten Sachen erklärt. Und ihr kommt jetzt mit den neuen Cheetah-Side-Bilder zurück. Ne, ich habe noch was vergessen. Ha, damit ihr seht, wie schnell der überhaupt ist. Genau. Bisher war das ja immer ein bisschen, ja, musste man ein paar Techniken beherrschen. Aber jetzt gehe ich hier oben in die mobile Ansicht, hier oben links, in das Smartphone. Und zack, ist die Seite da. Ja gut, das Bild ist jetzt, da muss man halt, achso, Moment. Da muss ich halt hier draufklicken und nach oben. So, okay, so. Das Bild haben wir zu spät eingefügt, genau. So, dann schieben wir das jetzt einfach nach oben mit den Pfeiltasten. So, genau. Dann ist das Menü. Ja, das Menü müsste auch nach oben. Aber es ist total simpel. Man hat also nur hier so ein bisschen Arbeit, das noch in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ansonsten ist, ist die mobile Vorlage fertig. Genau. Super. Es wird auch gleich gespeichert, wie ich sehe. Da gibt es gar keinen Speichern-Button. Hier kann man nochmal alles ändern. Background-Rand für die mobile Ansicht. Gut, aber so ansonsten ist es fertig. Dann gehen wir wieder in die Desktop-Ansicht und speichern aber jetzt nochmal. Ja, das war's. Dann kann man das natürlich, ja, alles klar. Ich will das publizieren. Gut, dann wird das. Ach so, jetzt ist das Menü wieder runtergerutscht. Das soll hier oben bleiben. So, speichern wir das nochmal. So, jetzt ist es oben. Gut, aber ich will ja jetzt in diesem Fall gar kein Menü haben, also lösche ich das. Weil eine Squeeze-Page braucht eigentlich keinen Header. Und wenn hier unten Impressum Datenschutz verlinkt ist, aber der Rand ist wieder da.
Haben wir vorher nicht gespeichert, genau. Ja, man muss immer zwischendurch speichern. Jetzt ist der Rand wieder weg, dann speichern wir das noch mal eben. So, veröffentlichen wir das auch. Gut, so, dann gehen wir hier oben in das Häuschen rein. Den Datenschutztext haben wir ja noch nicht. Machen wir den noch. Und so schnell ist die Seite dann fertig mit den Vorlagen. Also ich finde die Vorlagen richtig toll, ne? Die kann man super gut verwenden. Hat man in Kürze ganz schnell die Webseiten fertig, ne? Ja, das können wir auch schon wieder zumachen, genau. Das auch, brauchen wir nicht. So, dann gehen wir hier, jetzt sind wir in Datenschutz, dann gehen wir hier auf Meins, Panel und fügen den Datenschutz hinzu. Den habe ich als Vorlage abgespeichert und fertig. Wenn man jetzt hier noch ein Menü haben möchte, dann geht man einfach hier in Neu, Panel, nehmen wir unter Elemente, Menü und fügt dann hier noch ein Menü hinzu. Das geht also. Das habe ich jetzt gelassen. Ich habe das so gemacht. Gut, dann wieder abspeichern und schon ist auch mein Datenschutz fertig. Das ist wirklich eine ganz tolle Erleichterung, ne? Jo. Ein blaues fliegendes UFO. Da sind UFOs. Die umkreisen die Erde. Ja. Ja, wenn die Programmierer natürlich auch jetzt, die arbeiten natürlich auch daran, ja, dann dauert das halt. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, Cheetah, dieser Sitebuilder ist noch im Beta-Modus. Es fehlen ja auch noch einige Funktionen. Aber ich finde, man kann schon ganz gut damit arbeiten. Also es ist schon sehr viel an Tools eingearbeitet. Ja, was machen wir? Warten wir oder was? Gehe ich nochmal zurück. Ja, wir haben Cheetah, den Canvas Funnel Builder. Den kann man sich dann als Vorlage nehmen. Was haben wir noch neu? Der WordPress Site Builder ist neu. Dass man also praktisch jetzt auch mit WordPress arbeiten kann. Der Directory Builder ist neu. Ein ganz tolles Tool. Da habe ich angefangen, mich mit zu beschäftigen. Da kann ich auch dann mal ein Video drüber machen. Der Video Funnel Creator ist neu. Das Design Studio ist eigentlich sehr einfach, aber hat ganz tolle Bilder drin. Da kann man tolle 3D-Grafiken, also diese Mockup-Bilder machen. Man muss von Zeit, das neue Webinar ist hier ganz neu. Der virtuelle Assistentenzugriff ist neu. Professionelle E-Mails, da hat man praktisch eine E-Mail. Ja, Übersicht in einem Tool. Und man muss immer von Zeit zu Zeit mal schauen, ob man alle Tools, ja, ich richte mir immer alle ein. Das kann man aber machen, wie man will. Man kann einfach den Haken hier wegmachen und wird gelöscht, ne? Hier einfach auf Löschen, dann ist der Marketplatz weg.
Das mache ich aber nicht. Ich habe immer alle. Und wenn neue Tools hinzugefügt werden, dann erscheinen die immer hier unten. Und dann kann man die natürlich jederzeit immer wieder dazufügen. Also seitdem ich jetzt bei Builderall bin, sind schon etliche Tools neu dazugekommen, ne? So, jetzt ist unsere Seite da. Gut, dann gehen wir hier auf das. Da war, ja, genau. Dann haben wir hier die Seite jetzt mit ihren, also unsere Home, Impressum und Datenschutz. Dann gehen wir hier auf die Home. Ne, wir müssen eine Stufe höher gehen. Genau, wir müssen direkt jetzt in die oberste Seite gehen. Dann können wir hier jetzt veröffentlichen, aber erst sollten wir eine Domain aufschalten. So, und die Domain nenne ich jetzt, da kann man natürlich tausende Subdomains nehmen. Ich nenne die jetzt einfach Quiz. Ich habe ja schon Domains aufgeschaltet, da kann ich die einfach da hinzufügen. Confirm Connect Domain. Ja, machen wir das mal. Dann habe ich jetzt eine neue Subdomain. Die müsste jetzt noch veröffentlicht werden. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich gucke noch mal in den Einstellungen. Ja, eben, da haben wir, da steht dann die Domain, welche aufgeschalten wurde. Dann mache ich da Test weg. Genau. So könnte man das jetzt machen. Dann alles einrichten und dann braucht die nur noch veröffentlicht werden und schon ist sie im Netz verfügbar. Hier natürlich die Einstellung, das Favicon ausfüllen. Gut, ich denke, dann haben wir es für heute. Die anderen neuen Tools, da gehe ich dann in einzelnen Videos nochmal drauf ein. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Und bis bald, ne? Tschüss.